So, ich habe 9 Uhr. Ich bin auch schon eine Weile wach, weil die da oben wieder rumrennt. Es telefoniert auch oben einer auf dem Balkon, aber nicht so laut. So, es gibt jetzt Kaffee. Offiziell. Also, mir hat man noch nicht Bescheid gesagt, dass ich den Checkflug machen soll um 11. Steht aber auf dem Schedule. Also nicht mit meinem Namen, aber dass der stattfindet um 11 und wer soll es sonst machen? Schönes Wetter, wunderschön. Zwei Flüge habe ich um 1, um 2:30. Stehe ich einfach auf und fahre dann noch irgendwann hin. Oh. Und dann schauen wir mal. Das ist wirklich ein Terror mit den Helikoptern, wenn die nicht funktionieren. Wie sie sollen. Aber dann sollen die uns mal was anderes rüber schicken als QG. Ich habe mit dem Präsidenten gestern gesprochen. Angeblich kriegen wir einen dritten. Aber da wollen wir erstmal sehen. Und der Chief Pilot hat vergessen, mir die Kohle auf den Paycheck zu packen. Und meinte, oh, sorry, ich kann dir einen Scheck per Mail schicken. Ich dachte, hör mal, kein Drama. Das ist mal Kaffee, E-Mails und so weiter. So, mein Reifen hat noch Luft. Habe ich mich nicht drum gekümmert. Habe ich auch komplett vergessen, dass ich einen Nagel im Reifen habe. Na, mal gucken, was die May. Die soll mal ihren Bruder kontaktieren oder was die Maintenance-Leute eventuell für eine Idee haben. Und ich muss natürlich ein bisschen vorsichtig fahren. Jederzeit kann. Ja, platzen wird er wahrscheinlich nicht, aber. So tief scheint der Nagel auch nicht drin zu sein. Aber keine Ahnung. Nervt mich auf jeden Fall. So, jetzt haben wir schon ziemlich spät. Aber ist egal. Mein erster Flug ist um 1. Und um 1 Uhr kommt auch der Pilot aus Maui und holt den Helikopter ab. Bis dahin, bis 1 Uhr muss ich den Flug gemacht haben. Und den Helikopter gecheckt haben. Jetzt haben wir 10:30. Na, das kriege ich aber irgendwie hin. Ich habe gesagt, ich bin nur so um 11 Uhr da. Die meinten ja, alright. So, wunderschönes Wetter. Kaum Wind, Sonne, natürlich warm. Auf geht's. So, die neue Sonnenbrille trage ich nochmal. Ich habe noch bei Ray-Ban nochmal angeschrieben, von wegen, ja, wie sie das denn nicht hinbekommen hätten. Andere Firmen, wo ich vorher Linsen bestellt habe, die haben das besser hinbekommen. Und Ray-Ban selbst bekommt das nicht hin. Das kann nicht sein. Es ist nicht das erste Mal, dass ich dieses Gestell habe und diese Linsen. Weil die meinten, ja, das Labor, das hat das genau an das Gestell angepasst und die Biegung, wenn man das alles mit einberechnet, dann ergibt das genau die Prescription vom Arzt. Ich so, nee, hundertprozentig nicht. Und da ich das vierte Gestell ist, was ich seit 10 Jahren trage, können sie mir auch so einen Mist nicht erzählen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die nochmal antworten. Jetzt ist natürlich Wochenende und alles, ne? Heute ist Samstag. Von daher wird da erstmal keine Nachricht kommen wahrscheinlich. So, QG ist good to go. Ich habe mit dem Mechaniker eine kleine Runde gedreht hier. Eine halbe Stunde mit beiden Mechanikern durch die Gegend geflogen. Und ich behalte. Und jetzt geht der andere Helikopter weg, aber der Helikopter, den sie repariert haben, der bleibt hier. Und den fliege ich jetzt noch für 2 Flüge. Jetzt haben wir schon kurz vor 1, alles gut gegangen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ja, morgen ist überhaupt nichts gebucht. Oh, ich habe noch 3 Flüge jetzt, okay. Ist ein bisschen was geändert. Ja, morgen gibt es 3 Flüge, das ist ja gar nichts. Aber hier haben sie noch was draufgepackt. Das heißt, ich habe jetzt auch noch 3 Flüge den ganzen Nachmittag zu tun. Okay, auf geht's. Ich kann es nicht glauben, den letzten Flug absagen müssen. Weißt du, die haben den Helikopter 2 Tage lang repariert und wir hatten Probleme damit. Mit dem Serverlight. Ja. Die Server sind wichtig. Na, auf jeden Fall haben sie 2 Server ausgewechselt. Da war schon schwierig dran zu kommen. Das kostet ein Schweinegeld. Ja. Ich weiß nicht. Ich vermute 20, 30, 40.000 Dollar. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie 2 Server ausgewechselt. Das Problem war behoben. Für 3 Flüge. Und am 4. Flug habe ich schon wieder das Problem. Da ist mal ein Test-Switch und das Licht muss ausgehen, wenn man getestet wird, damit es angehen kann während des Fliegens. Tut's nicht.
So, jetzt haben wir morgen wieder nur einen Helikopter. Wir haben keine Ahnung, an was es liegt. Und ich musste meinen letzten Flug absagen. Ich meine, morgen ist gut, da wir haben sowieso insgesamt nur 3 Flüge auf dem Schedule. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt 5 Tage frei oder was? Obwohl es nicht so aussah, 2/3 der Luft war raus. Runter von 30 oder so auf 10 PSI. So, jetzt pumpe ich es auf und fahre nach Hause. Und dann muss ich morgen, wenn ich frei habe, zusehen, dass ich irgendwo. Ja, das Problem ist, dass es an der Seite ist. Und wenn das so an der Seite ist, dann reparieren die das nicht. So, ich glaube, ich fahre jetzt mal zu Walmart und guck mal, ob ich das Reifen-Repair-Kit bekomme. Es soll angeblich nur $5,81, also $6 kosten. Und nachdem mir die eine Frontdame gesagt hat, aber die ist ja ganz schön fit in solchen Sachen, weil die meinte, ey, die würde das selber machen. Denn kein Reparaturshop würde das machen, weil das zu seitlich ist. So, jetzt fahre ich zu Walmart, kaufe das Ding, ich hoffe, die haben das, und dann werde ich den Reifen selber reparieren und gucken, was da rumkommt. Denn $6 ist irgendwie besser, als wenn ich einen Reifen auswechsle, dann muss ich 2 auswechseln. Und dann sehen die wahrscheinlich auch, die Vorderreifen, die sind ja noch weiter runter. Wo ich 4 Reifen auswechseln, dann kostet mich mindestens $250. Jetzt beruhige ich das wenigstens mit der $6-Lösung. Oh Mann, ist das nervig. Ich will echt mal wissen, wie der Nagel da reingekommen ist. So seitlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Also es gibt hier Stau, natürlich, ne? Ist egal. Super unüblich. Und der Marcelo Mende, auf jeden Fall der Pilot, der den Helikopter abgeholt hat, hier QM, der hat den Helikopter nach Maui geflogen. Und zwischen Maui und Oahu, da ist ja die Insel Molokai. Und da musste der notlanden. Der fliegt los, fliegt er an Molokai vorbei, Governor Light. Solid. Ja, muss da runter. Und da mussten die von einem anderen Helikopter und Mechaniker von Maui nach Molokai fliegen und den Helikopter checken. Und dann irgendwie hat das dann heute dann doch noch irgendwie nach Maui geschafft. Unglaublich. Ja, die Möhren, da kann ständig was mit passieren. Auf so einem Ferryflug, ne, über Wasser, da bringt man das am besten runter. Und das hat er auch gemacht. So, schön Stau hier. Nice. So, heute, ob ich das heute noch repariere, den Reifen, es wäre natürlich besser, das heute zu machen, muss ich sehen. Ich werde mir erstmal auf YouTube die Beschreibung gucken, aber es wird ja auch dann dunkel. Ich bin um 5:30 zu Hause dann. Und um 5:50 geht die Sonne unter und um 6 Uhr ist stockdunkel. Von daher muss ich mal sehen. Aber wenn das natürlich dann über Nacht irgendwie trocknen soll, aber normalerweise nicht, dann mache ich das lieber morgen früh im Hellen. Aber ich muss mal sehen. Dann ist es natürlich auch wieder warm. $3,50. Es gab das 7-teilige Kit, das habe ich online gesehen. Aber es gibt auch das 5-teilige Kit. Das müsste ja reichen. Es sieht zwar nicht so solide aus, aber das müsste auch funktionieren. Und von daher probieren wir es mal. Wäre geil, wenn ich das reparieren könnte für $3,50. Ist nervig genug. Wie das funktionieren soll, weiß ich nicht genau. Da stopft man einfach dieses komische galvanisierende Gummizeug rein wahrscheinlich und dann soll das langen. Okay. So, es wird langsam dunkel. Ich habe gerade beim Internet geguckt, wie diese Plug-Dinger da funktionieren. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum da kein Glue dabei ist, also kein Kleber. Aber es soll auch ohne Kleber funktionieren. Mach ich einfach mal. Was soll's. Hat mich $3,61 oder so gekostet. Ja, ich hatte 2 nette Kommentare von YouTube. Von Leuten, die meine YouTube-Videos gucken. Das ist ja
erstaunlich, dass Leute diesen Kanal tatsächlich gucken, obwohl wir ihn nicht kennen. Und den, wenn nicht spannend, dann entspannend finden. Fand ich auf jeden Fall interessant. Naja, no matter what. Morgen haben wir nur einen Helikopter. Und wer weiß, ob die den Helikopter hinbekommen. Sobald die denken, die haben den hinbekommen, muss natürlich auch wieder Test geflogen werden. Genau wie ich es heute gemacht habe. Aber es sieht so aus. Ja, morgen habe ich frei. Weil der den ganzen Tag in Maintenance ist. Der eine Flug ist nach oben gerutscht. Der Wesley fliegt viermal. Und eventuell kommt er sogar noch nicht mal an mir vorbei. Wenn der an mir vorbeikommt, dann habe ich Montag einen einzigen Flug bisher. Wenn er nicht an mir vorbeikommt, habe ich den nächsten tatsächlich inklusive morgen 5 Tage frei. Obwohl ich gesehen habe auf dem Monatsschedule, wir haben ein Pilotenmeeting am Dienstag. Das ist natürlich total bescheuert. Dienstag mein Day Off ist. Aber ich glaube, ich irgendwie bezahlt für das Meeting. Weiß ich auch nicht, aber ich muss da hinfahren. Naja, morgen früh muss ich auf jeden Fall erstmal meinen Reifen reparieren. Das soll eine Sache von 5 Minuten sein. Mach ich einfach. Und dann gehe ich eventuell mal angeln. Angeln war ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Aber wir haben halt hohe Surf. Haben wir auch gerade wieder. Heute hatten wir bis 16 Fuß hohe Wellen an der North Shore und immerhin 13 an der Westseite. Und ich gehe halt in meine Westseite angeln. Und bei hohen Wellen angeln zu gehen, ist halt nichts. Aber eventuell könnte ich mal surfen gehen oder schnorcheln oder einfach die Drohne fliegen lassen. Auf jeden Fall mal was machen. Aber obwohl ich ja morgen eigentlich arbeite. Muss ich mal sehen. So, ich habe einen Smoothie getrunken. Also ich nenne das immer Smoothie, aber es ist ja eigentlich ein Kefir-Milchshake. Hat damit Smoothie nichts zu tun, außer dass da halt gefrorene Früchte drin sind. Okay, auf jeden Fall morgen ausschlafen. Und wenn keine Überraschungen kommen, die das überraschenderweise reparieren, den Helikopter, und ich reinkommen muss, um den Test zu fliegen, bleibt es bei dem, wie es zurzeit aussieht. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir schon wieder 1 Uhr. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie mich morgen nicht anrufen. Aber es kann sein, dass sie mich morgen anrufen, Testflug machen. Aber gut, das wird auf jeden Fall nicht am Morgen passieren, gehe ich da schon stark davon aus. Ich habe mir ein paar Surfer-Videos angeguckt von der Pipeline heute. Ich habe mich nämlich gewundert, was da los ist. Da war unheimlich viel Volk unterwegs an der Pipeline, an der North Shore. Und da war tatsächlich ein Surf-Event. Qualifikation. Jetzt gucke ich mir gerade hier so ein, da ist so ein Surf-Pro, der wohnt direkt da. Und der geht da jeden Tag surfen. War heute auch am Start. Und jetzt gucke ich mir gerade, ey, da ist dieser Waimea River, ja. An der Waimea Bay, auch an der North Shore. Und hinter der Bay, da gibt es eine Valley. Und in dem Valley, da geht es ein Fluss durch. Und immer wenn es stark regnet, dann steigt der Fluss unheimlich an. Und dann bricht der Fluss irgendwann durch die Waimea Beach. Und die Surfer, die helfen dem Fluss dann, an einer ganz bestimmten Stelle dann durchzubrechen, durch den ganzen Beach ins Meer. Und der produziert dann eine unheimliche Welle. Und diese Welle hier, die surfen die dann. Und je mehr Regen war, desto höher ist die Welle. Und desto geiler und länger können die surfen. Und das geht für Stunden. Und es ist richtig geil. Da muss ich irgendwo mal hin. Mir das angucken live. Denn das ist hier mehr oder weniger, das ist 25 Minuten von hier. Ja, ansonsten habe ich 2 kleine Pizzen gegessen, muss jetzt unbedingt ins Bett.